Willkommen, wir sind wieder in 20 Minuten Till Dawn. Wir spielen mit Spark und diesmal testen wir hier mal die Doppel-SMGs. Und hier haben wir den Tempel. Den müssen wir ja noch schaffen. Mal schauen. Wir müssen nur darauf achten, die Verbesserungen sind immer nur für eine der beiden Waffen. Nur die Nachladezeit ist bei der Waffe extrem niedrig. Braucht richtig lange zum Nachladen. Mal schauen, dass wir das ausgleichen. Machen wir Feuerrate mal. Das Nachladen müssen wir unbedingt runterkriegen. Das wird uns sowas von töten. Aber so haben wir halt am Anfang noch mehr Blitzer. Schaden erhöhen. Jetzt nachladen. Dafür müssen wir unbedingt was bekommen. Hoffentlich bekommen wir da schnell irgendwas. Wir nehmen noch Blitzer. Haben wir noch mehr Blitzer. Wird bei mehr Gegnern gut. Wir haben ja auch viele Schuss. Oh, jetzt kommen die Explosionsgegner wieder. Nachladen. War da noch nichts für bekommen haben. Nehmen wir mal mehr Streuung. Immer so ein bisschen Glücksspiele, was man halt bekommt, wenn man einen Levelaufstieg hat. Aber das war jetzt natürlich, wo wir es brauchen, gar nichts mit Nachladegeschwindigkeit bekommen, ist ein bisschen ärgerlich. So, hinter uns schießen. Weil man nur einen Schuss, also nur 12. Aber immerhin. Nachladen. Immerhin haben wir Blitze. Gegner explodieren. Oder zerschmettern. Wir nehmen erstmal Gegner explodieren. Wohl für den Anfang sinnvoller. Ne, nein. Oh. War schon wieder so ein großer. Die großen töten uns immer. Oder die roten Kugeln. So, Waffenschaden, Projektilgröße, das ist super. Nicht für nachladen. Ja, einfach triggern. So. Nachladegeschwindigkeit immerhin. Nur 20% und nur eine der Waffen eigentlich. Bei der Waffe steht bei, man muss die Verbesserungen separat für jede Waffe. Immerhin ist unser Einsammelradius sehr gut.
So. Nachladegeschwindigkeit. Das ist sehr schön. Ach, die anderen Gegner haben den Miniboss getötet. Jetzt verursachen Brand. Waren wir eingekesselt. So. Oh, das ist jetzt nur beim Nachladen. Aber immerhin. Und zwar sehr viel Munition. Erstmal aktivieren, damit sie sich selber töten. Ausweichen. Und noch ein Elektrokäfer hier, dann haben wir noch mehr Blitze. Nein. Oh, kann nicht wahr sein. Ob wir probieren das mit dem anderen Charakter. Die SMGs sind natürlich. Mit dem Revolver klappt das. Nimm das. Hier vielleicht. Testen Sie einfach mal mit der Schrotflinte. Gucken, vielleicht klappt das. Wenn wir ein paar Verbesserungen haben, könnte das was werden. Werden natürlich nur nicht die Reichweite verringern. Das war gar nicht so gut letztes Mal. Und hier haben wir auch nicht so eine hohe Nachladezeit. Das ist schon mal gut. So, ausweichen. Nehmen wir einfach das hier. Und das soll irgendwie ein bisschen in der Mitte bleiben. Nachladegeschwindigkeit noch erhöhen. Jetzt hier bekommen wir das natürlich wieder. Ja, ist klar. Der explodiert genau vor uns. Und die Blitze ist das natürlich schwieriger irgendwie. Weil er immer mit seinem Brand. Nehmen wir halt Frost. Fähigkeit ist jetzt hier irgendwie ein bisschen sinnlos noch am Anfang.
gespielt. Ob das liegt am Sportgewehr. Der Effekt. Was denn hier? Eisscherben, die Frost verursachen. Wir nehmen mal Sichtweite. Wenn die Roten einfrieren, das ist ja genial. Habe ich mich aber irgendwie eingebaut. So. Waffenschaden. Okay, wir schießen jetzt auch hinter uns. Also einfrieren war eine gute Idee. Denn oh Gott, die haben einfrieren war vielleicht nicht so die Idee. Man sieht nicht, welcher von denen sich aktiviert. Gut, also wir nehmen nicht einfrieren. Haben wir das auch direkt geklärt. Aber sonst waren die Erweiterungen, Verbesserungen, die wir bekommen haben, echt gut diesmal. Hand kann ich überhaupt nicht ab. Feuerrate. Feuerrate ist immer gut. Oh, schön alles einsammeln. Also auf der Karte bloß nicht Post verwenden. Das war gar nicht so gut. Man sieht irgendwie nicht, da es ja alles weiß ist, wenn die großen Explosionsviecher sich aktivieren. Was, jetzt kriegen wir nur Scheiße. Also wir nehmen alles außer Post. Sichtweite vielleicht wieder ein bisschen erhöhen. Mal gucken, falls wir es bekommen. Feuerrate. Irgendwie Effekte. War ganz prima. Also manchmal läuft gar nicht, habe ich das Gefühl. Mal das hier. Schaden bei Fluch. Noch mehr Fluchschaden. Müssten wir halt sehr viele also mit Fluch treffen. Da war dieses mit diesem Glanz noch nicht haben, dass das auch die Sichtweite verteilt, alle Effekte. Und das jetzt noch gar nicht. Mir auch dieses das Schmettern nicht bekommen diesmal. Schmettern. Das ist natürlich bei erhöhter Sichtweite super. Dann kommen gleich. Oh, da ist wieder so ein großer. Die
Kollisionsradius ist gigantisch bei den Großen. Wenn sich gerne selber töten. Hier. Gegner durch Fluch erhöht Waffenschaden. Das ist ja cool. Oh, da ist wieder der Miniboss. Ein bisschen Erfahrungspunkte einsammeln. Dieser Explosionsradius, der geht mir so auf den Keks. Explodierende Gegner, ist doch nicht. Bleib ich einfach in der Mitte stehen. Da ist die Nachladegeschwindigkeit zu gering. Geschwindigkeit. Das bringt bei so wenig Schuss gar nichts mit der Fähigkeit. Verschmettern direkt am Anfang. Sichtweite erhöhen und dann läuft besser. Nee. Deine Reaktion ist halt wie ein Keks. Ja. Liegt aber auch daran, ausweichen, also ich weiß nicht, habe ich gar nichts von. Wird dann wohl gesagt, mehr Schaden. Guck mal, platzen sie direkt. Einfach einmal nachladen. So läuft das doch. Den Schaden von Zerschmettern erhöhen und sowas. Das nehmen wir nicht. Das war ja sehr schlecht. Macht auch ein cooles Geräusch, dieses Zerschmettern. Waffenschaden. Ah. Scheint wohl ein Glitch zu sein. Soll mir egal sein, weil ich nicht meine linke Maustaste drücken. Durch sind wir zwar ein bisschen langsamer, weil wir dauerhaft schießen. Aber und das können wir direkt damit ausgleichen. Da. Reichweite. Das Schmettern in unserem Radius ist echt geniale Fähigkeit. Diese großen. Sichtweite, Sichtweite. Jetzt cool, wenn wir noch so weit schießen könnten, aber
kann ja noch kommen. Gegner explodieren. Das ist sehr gut. Projektile. War jetzt ein bisschen langsamer. Aber naja. Können wir ja wieder ausgleichen. Das ist zum Glück das Gute, man kann das meistens ja ausgleichen. Hier haben wir Feuerrate. Ne, wir nehmen. Oh, warte mal. Wir nehmen das mit dem. Im Nachladen hier. Ja, mich irgendwie ärgern, dieser Explosionsradius. Dann gibt es doch bestimmt irgendeinen Trick oder so. Wenn ihr den Trick wisst, gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Kann nicht sein. Wahrscheinlich ist der eigentliche Trick, sich schneller bewegen. Naja. Aber wenn die Reaktionszeit nicht so gut ist, klappt das alles nicht. Dann hoffe ich, hat euch gefallen. Ich habe ja nur versagt, aber naja. Dann probieren wir beim nächsten Mal wieder. Also die Schrotflinte ist ja gut mit dem Glitch. Der scheint nur bei der zu funktionieren. Dann müssen wir aber gucken, vielleicht nehmen wir einen anderen Charakter dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Like nicht vergessen. Bis dann.